Bauen bleibt leider hochgefährlich und vor allem junge Familien sind davon natürlich stark betroffen. Hartes Zitat aus der Süddeutschen Zeitung. Bleib mal dran und erfahr, was der Hintergrund dazu ist. Ich möchte heute mal auf ein Zitat aus der Süddeutschen Zeitung von Peter Burg, einem Immobilienexperten, eingehen. Das Zitat lautet: Bauen bleibt leider hochgefährlich und vor allem junge Familien sind davon natürlich stark betroffen. Um es mal auf den Punkt zu bringen, ich gehe davon aus, dass Bienen heute in Bayern gesetzlich besser geschützt sind als Bauherren. Und das meine ich gar nicht sarkastisch, sondern ganz sachlich. Zitat Ende. Peter Burg, Immobilienexperte, erschienen in der Süddeutschen Zeitung. Ja, das ist schon ein hartes Zitat, gleichzeitig ein Zitat natürlich mit einem hohen Wahrheitsgehalt. Was möchte Peter Burg damit offensichtlich sagen? Möchte wohl offensichtlich sagen, dass dem Bauherren durchaus mal Hindernisse in den Weg gelegt werden können, mit denen er vorher nicht gerechnet hat. So, das heißt, wenn du jetzt als junger Familienvater, als junges Paar überlegst für deine Familie, möchtest du gerne ein Eigenheim kaufen, am besten bauen, das soll das eigene Traumhaus sein, hast von deinen Eltern vielleicht ein Kapital zur Verfügung gestellt bekommen oder bist einfach beruflich selber so erfolgreich, dass du das notwendige Eigenkapital auch auf der Seite hast. Gratulation. Und dann überlegst du dir, du baust jetzt dein Traumhaus. Hast dein Grundstück gefunden, alles wunderbar, Baugenehmigung ist da und dann legst du los und möchtest dein Haus dahin stellen. So, und nun passiert einfach eines, dass auf einmal irgendwie eine seltene Eidechse, ein Schmetterling oder eine bestimmte Bienenart auf deinem Grundstück ihr neues Zuhause gefunden hat und nun kann das Amt durchaus kommen und da den Baustopp verhängen. Das ist ein Beispiel, wenn du Tierliebhaber bist, sicherlich nachvollziehbar, ist vielleicht auch ein bisschen überspitzt, ist mir auch klar. Aber was ich damit sagen möchte, das Eigenheim, der Bau eines Eigenheimes ist immer mit Hindernissen verbunden, mit denen du vorher nicht gerechnet hast. Das kann eben der Baustopp sein, weil da bestimmte seltene Tierarten, Pflanzenarten, was auch immer nochmal erschienen sind. Das kann sein, dass dein Handwerker, der gestern noch super solide getan hat, auf einmal die Flügel streckt, die Insolvenz anmeldet und du mit einem halbfertigen Gewerk dastehst und dir in der heutigen Zeit in kurzer Zeit einen neuen Handwerker organisieren musst, der dir dieses Gewerk fertigstellt. Das bedeutet aber, dass alle anderen Gewerke, die anschließend zur Fertigstellung anstehen würden, sich verzögern, was wiederum dazu führt, dass die Handwerker, die das eigentlich eingeplant hatten, dann neue Baustellen annehmen, für dich danach keine Zeit mehr haben. Und so kann es zu einer never-ending Story werden und dein Bau kann sich massivst verzögern. Das sind Dinge, die du unbedingt einplanen solltest, wenn du dich mit dem Gedanken spielst, heute ein neues Haus bauen zu wollen. Deutlich entspannter ist da schon, wenn du Schlüssel fertig kaufst, wenn du einfach ein fertiges Haus kaufst, was du vorher auch mal angucken kannst, ist deutlich entspannter als ein Bau. Aber natürlich bist du in der Flexibilität auch deutlich eingeschränkter. Das eigene Traumhaus, wenn es ganz genau so sein soll, von den Grundrissen, von allem Schnickschnack, der noch mit drin ist, musst du dann natürlich selber bauen, du brauchst einen Architekten, der dir alles realisiert, was du dir so vorstellst, aber dann hast du auch die Risiken der Bauphase. Führt so weit, dass Leute, mit denen ich spreche, die selber gebaut haben, bisher unisono alle gesagt haben, ich würde nie wieder in meinem Leben selber bauen, außer ich habe den ganzen Tag Zeit dafür, mich mit dieser Baustelle zu beschäftigen. Ich möchte dir den Traum deines Eigenheims, deines Traumhauses nicht nehmen, aber ich möchte dir auf den Weg geben, hier wirklich mal genau drüber nachzudenken und zu überlegen, wie kannst du diese eventuellen Risiken am besten vermeiden, beziehungsweise wenn sie eintreten, weil sie kaum vermeintlich sind, wie kannst du damit umgehen, wie kannst du sie idealerweise einplanen durch Sicherheitspuffer, was die Finanzierung angeht. Ein Bau kostet in aller Regel deutlich mehr, als das ursprüngliche Angebot war. Wie kannst du hier Finanzierungspuffer einbauen? Wie kannst du Puffer bei der Fertigstellung einbauen? Und. Eine Baustelle ist eine Baustelle, weil sie eben nicht fertig ist. Deswegen achte bitte auf Sicherheitspuffer, achte auf unvorhergesehene Dinge, die kommen können und hab anschließend viel Spaß mit deinem neuen Traumhaus.